Weißt du eigentlich, wie wichtig es ist, wenn du anderen Menschen sagst, wie sehr sie dich beeinflussen oder wie sehr du dich freust, dass sie in deinem Leben sind? Also bitte versäume keine Möglichkeit, die Menschen, die dich in deinem Leben weiterbringen und dich gut beeinflussen, das denen immer wieder mitzuteilen, was sie für einen Einfluss auf dich haben. Und es kann ganz einfach und schnell und unverbunden gehen. Schreib einfach eine SMS zu deiner Freundin oder einer Arbeitskollegin oder irgendjemand, mit dem du Zeit verbracht hast und sag zum Beispiel: Du, ich liebe es, wie viel Leidenschaft du mit in dein Tun bringst, weil es auch mir zeigt, wie viel Leidenschaft ich noch in mein Leben einladen kann. Und ich danke dir dafür. Ich habe viel von dir gelernt heute. Oder du könntest eine andere Nachricht hinterlassen wie: Ich liebe es, dass du so authentisch bist und so ehrlich bist mit dir selbst und auch mit allen anderen. Und es zeigt mir, dass auch ich den Mut haben kann, das ganz freundlich auszudrücken, was ich fühle und denke. Ein anderes Beispiel wäre, dass du denen mitteilst: Heute hast du mich echt zum Lachen gebracht und ich brauchte das. Ich musste mal so richtig loslassen und einfach mal wieder nur lachen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute für mich da warst. Also ist wichtig für die andere Person, das zu hören. Es wird die Verbundenheit zwischen dir und der anderen Seele stärken. Und es ist aber auch wichtig für dich, dass du lernst, das auszudrücken, was dir gut tut und was dich beeinflusst, weil das in deinem Leben dann noch verstärkt wird und du wirst noch mehr solche Erfahrungen anziehen können. Probier es mal aus. Mit solchen kleinen Tipps tust du dein Leben zur Schönheit und zur Liebe und zur Freude umdrehen. Namaste! Auf meiner Webseite gibt es noch viele zahlreiche Tipps und Hilfestellungen, die dir weiterhelfen können. Schnupper doch bitte mal rein unter gabrielleohr.com und dann geh zu der Spalte Seminare oder Videos und lass dich überraschen. Ich freue mich schon auf dich. Namaste.